Ja, und hallo und herzlich willkommen in Schweden und zwar am Stockholm Hauptbahnhof, Stockholm Central oder wie das Ding sich offiziell nennt. Und bisher ist leider alles überhaupt nicht nach Plan gelaufen, bis auf das kleine Stückchen vom Flughafen, also Stockholm Arlanda, hier zum Hauptbahnhof. Das hat funktioniert, alles andere nicht. Gut, meine Flüge habe ich zwar bekommen, ich bin ja in Amsterdam umgestiegen, aber da war die Umsteigezeit so knapp, dass mein Gepäck dann weg war. Deswegen, da werde ich mich noch in aller Ausführlichkeit drüber auslassen, durfte ich dann in Stockholm Arlanda am Flughafen eben entsprechend übernachten, in der Hoffnung, dass am nächsten Morgen mein Gepäck hoffentlich wieder auftaucht. Ich bin da abends angekommen um kurz vor 11 und das hat natürlich dann auch irgendwann tatsächlich wirklich funktioniert. Ich habe es ja erst geglaubt, dass es dann soweit war. Hat mich eine teure Hotelübernachtung, die wirklich nicht eingeplant war, gekostet, weil ich hatte keine Lust, wirklich ewig viele Stunden am Bahnhof vor mich hin zu verrotten. Damit habe ich natürlich meinen Zuganschluss erfolgreich verpasst und musste jetzt den nächsten Zug nehmen. Das ist jetzt ein Nachtzug. Wir haben es jetzt 10:20 Uhr, 10:22 Uhr, 10:40 Uhr fährt das Ding ab, also 22:40 Uhr. Da hat dann um 3 Uhr habe ich dann noch 2 Stunden Aufenthalt mitten im Nirgendwo. Ich weiß gerade nicht, wie der Ort heißt. Trage ich nach, mache da vielleicht noch ein kleines Video. Und um 5 Uhr morgens geht es dann weiter, sodass ich um 9, halb 10 irgendwie sowas dann endlich in meinem Zielgebiet Storlien ankomme, wenn alles klar läuft. Das heißt, ich bin dann völlig übermüdet. Ich habe in dem Hotel jetzt auch nicht besonders toll geschlafen, auch wenn es ein teures Hotel war. War an sich wirklich schon ein tolles Hotel, nur wenn man einen Urlaub machen will, der darauf basiert, dass man grenzenlose Freiheit genießt, dadurch, dass man alles, was man zum Leben braucht, in einem Rucksack mit sich herumschleppt, in einer sonst, na, sagen wir mal, eher lebenssuboptimalen Umwelt, dann ist das Schlimmste, was einem passieren kann, meiner Meinung nach, dass einem dann dieser eine Rucksack abhanden kommt. Und man kann ja im Fluggepäck nicht mal noch irgendwelche Survival-Pakete mitnehmen. Hätte ich mein Überlebensset dabei gehabt, hätte ich wenigstens eine Rettungsdecke gehabt, mit der ich die Nacht am Flughafen einigermaßen warm überstanden hätte. Aber ich stand dann im T-Shirt da, hatte einen riesen Sack Proviant quasi als Handgepäck aufgegeben, damit mein Aufgabegepäck, also mein Rucksack, nicht allzu schwer ist. Und ja nicht über die Gewichtsgrenze geht und stand dann also da mit einem Riesensack Proviant, einer Powerbank, jede Menge Kameraakkus, meiner Kamera, Gott sei Dank noch meinem Handy, meinem Geld, EC-Karte, Kreditkarte, Ausweis, also all die ganzen Papiere, das hatte ich schon dabei. Zumindest eine Jacke hätte ich mitnehmen sollen, merke ich mir für die Zukunft. Und ja, weitere Details dazu werden dann folgen, aber jetzt freue ich mich, dass es jetzt endlich in den Norden geht. Ich hänge jetzt auch seit 12 hier am Bahnhof rum, mehr oder weniger. Ich habe noch einen kleinen Abstecher in die Stadt gemacht und habe jetzt dann erfolgreich keine Lust mehr und bin jetzt wirklich froh, wenn ich dann irgendwie mal in dem Schweden ankomme, wo ich eigentlich hin will. Also nichts gegen Stockholm, für eine Landeshauptstadt ist das erstaunlich verpennt, aber ja. Ich bin trotzdem jetzt froh, wenn ich hier wieder weg bin. Gut, dann melde ich mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Und um mich in die Riege der YouTuber, die der Meinung sind, unbedingt sündhaft teure Hotelzimmer dokumentieren zu müssen, einzureihen, habe ich das jetzt halt auf diesem Wege auch mal gemacht. Und das war halt eben besagtes tolles Hotelzimmer, das ich allerdings eben nicht wie der Rest der YouTube-Welt mit irgendwelcher YouTube-Money habe bezahlen können. Ach ja. Wenn man schon in Stockholm ist, dann muss man sich natürlich auch ein wenig die Stadt angucken und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und dementsprechend gibt es eine kleine Stadtführung. So, wir stehen vorm Hauptbahnhof rum und da sehen wir dann relativ bald den Herrn Eriksson. Und der Herr Eriksson ist ein berühmter schwedischer Ingenieur, weil der hat quasi das gesamte Eisenbahnwesen in Schweden gebildet. Also, dass man einigermaßen gut von A nach B kommt mit der Bahn, ist wohl größtenteils dem sein Verdienst. Ist immer wichtig, wenn irgendeine wichtige Statue rumsteht, zu wissen, wer ist denn das eigentlich? So, biegt man dann vom Nils links ab, also mit Blick auf Nils links rumdrehen, geradeaus laufen, kommt man irgendwann zu dieser Aussicht hier und biegt man dann nochmal rechts ab und läuft unter so einer Unterführung und einer großen Straße durch, dann kommt man zu diesem Gebäude.
Und da ich da auch nicht mehr weiß als das, was auf Wikipedia nachlesbar ist, werden wir genau das mal kurz schnell zitieren. Und zwar, das Rathaus wurde zwischen 1911 und 1923 nach Plänen des Architekten Ragnar Östberg im Stil der schwedischen Nationalromantik erbaut und am 23. Juni 1923 eingeweiht. Also das Ding ist nicht besonders alt und das ist also für so ein repräsentatives Bauwerk eigentlich ein ziemlich junges Objekt, auch wenn es eigentlich eher alt aussieht aufgrund eben dieses speziellen Baustils. Leider konnte ich das Gebäude nicht betreten, aber im Inneren befindet sich eben natürlich ein Rathaus, also der Sitz der Stadtregierung von Stockholm. Und das Ganze ist künstlerisch wohl auch sehr ausgefallen ausgestaltet. Zumindest der goldene Saal sieht wohl sehr sehenswert aus bei dem, was ich jetzt auf den Fotos im Internet so rausfinden konnte. Also wer da mal hinkommt, sollte da auch mal reinschauen. Ja, und hinter dem Stadthaus befindet sich dann so ein schöner kleiner Garten bzw. Park, dessen Grünfläche man leider nicht als Zeltplatz missbrauchen darf. Dann gibt es diesen interessanten Springbrunnen hier und etwas umstrittener sind sicherlich die diversen Skulpturen sehr leicht bekleideter Einheimischer vom Künstler. Karl Eldt heißt der gute Mann. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob diese Bronzestatuen hier auch von dem sind. Sofern die überhaupt aus Bronze sind. Naja, jedenfalls, sie sind da. Und leider gibt es auch in Schweden immer diese furchtbaren Touristen, die dauernd überall hinstapfen müssen und da dann auch noch alles anfingern und gucken, ob man es nicht eventuell kaputt machen könnte. Schlimm, diese Touristen. Heieieiei. Läuft man jetzt rechts ums Rathaus herum, findet man hier ein Mahnmal, denke ich, für Birger Jarl bzw. Jarl Birger. Und das ist mehr oder weniger der Gründer von Stockholm gewesen. Der hat von 1210 bis 1266 gelebt und seit 1248 war er dann ein Jarl von Schweden. Bei diesen Jarls weiß man nicht so genau, ob das da, wie viele es davon gab, aber auf jeden Fall war ein Jarl ein sehr hoch angesehener Adliger und vermutlich handelt es sich dann entsprechend beim Birger Magnusson von Bjelbo, wenn ich das korrekt ausspreche, um eben den Jarl, der für Stockholm und Umgebung zuständig gewesen ist. Und als Gründer von Stockholm kann er deswegen angesehen werden, weil er die, Ostsee-Zufahrt von Stockholm, also in die Ostsee, befestigen hat lassen und damit Stockholm zu einer großen Handelsstadt erst gemacht hat. Und damit ist es auch entsprechend groß und mächtig geworden. So, vom Jarl aus geht es jetzt wieder zurück über diese Brücke da rechts, durch diese Unterführung, die ich eingangs erwähnt habe. Und wenn man dann rechts über die Fußgängerbrücke, über das viele Wasser geht, dann kommt man dahin. Und das ist eine Insel namens Riddarholmen und die kann man wahrscheinlich relativ gut als den historischen Knotenpunkt Stockholms bezeichnen. Dort befindet sich auch das älteste Gebäude der Stadt und das ist die Riddarholmenkirche. Wie die genau heißt, kann ich auch nicht so genau sagen, aber jedenfalls ist sie so gegen 1300 gebaut worden und war ursprünglich Teil eines Franziskanerklosters. Das Kloster gibt es allerdings inzwischen nicht mehr, das ist um 1700 rum irgendwie aufgelöst worden. Es ist ja oft so, dass Kirchen die letzten Überbleibsel der Vergangenheit sind, deshalb sind sie ja auch sehr, 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 sehr interessant für historische Nachforschung.
Denn aufgrund dessen, dass man Kirchen ja nicht einfach abreißen kann, weil heilig und so weiter, ist das ja oft wirklich so, dass nur noch eben diese Kirchen übrig sind. Ist auch hier so, das mit Abstand älteste Gebäude von Stockholm war lange Jahre bis ins mittlere 19. Jahrhundert hinein die königliche Grabkirche auch. Da liegen also diverse wichtige Leute drin begraben und auch der Seraphinenorden hatte da seinen Sitz und die Ritter von Schweden, die sind da dann auch eben entsprechend bestattet worden. Und der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon erkannt haben, der Baustil ist die sogenannte Backsteingotik.